Sind wir nämlich schon da? Ja, ich habe gestern eine halbe Stunde wieder weitergesucht und dann kam's. Da ist ja schon das Kind vom Jahr, ging ja ganz schnell, ne? Jetzt muss ich nur einmal in meinem Leben fähig sein, es nicht zu failen. Hallo Happy, hallo Olopoto, hallo Nick. Es stresst mich immer so sehr, wenn jemand sagt, guten Abend. Um 3. Selbst um 4, selbst um 5. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wie kann man guten Abend sagen, wenn man aufsteht? Der Blick von Brutalanda. Ich habe keinen dümmeren Blick gefunden. Der ist gar nicht dumm. Ich habe so ein richtig dummes gesucht, aber es gab keinen. Hallo Couch Potato. Warum rufst du nix? Ruf was. Letztes Mal hat er doch was gerufen. Letztes Mal ging das. Leo, das geht nicht, wenn er volles Leben hat. Klappe. Es ging. Hat Full AP. Klappe. Schau dir den Anfang von volles im Stream an. Oh, schau mal, was macht er denn da? Mensch, was macht er denn da? Der ruft um Hilfe. Mensch, es geht ja super. So, und jetzt Parasek. Die 200 sind voll. Streams. Und aktiviere, ah, da hast du 200 hintereinander angeschaute Streams. Sporen wird, was geschehen? Paralysiert. Soll ich den dann behalten? Paralysiert ist doch ganz geil, oder? Nee, es ist nicht. Ah, Gott. Gott sei Dank. Schau, ich fail schon fast wieder. JJ, du bist eine Sprosse. Wie ich es fast jetzt wieder verkackt hätte. So, das hier schläfern wir ein. Aber wegen so dummen Sachen fehlt man dann wieder fast. Dann trugschlagen wir, das ist übrigens 125, dann trugschlagen wir dich. Du bist bei 237 Encountern und hast noch kein Dragoran überhaupt gesehen. Ja, das ist ja super, dass ich das nicht mache. Kind, wo man ist aufgewacht. Jetzt haben wir 15 Attacken mehr als sonst. So wird's was. Und niemand bringt mich durcheinander. Es sind so viele Regeln, die ich beachten muss. Ich darf es nicht vergiften, ich darf es nicht paralysieren. Ich darf nicht flüchten, ich darf nicht es besiegen. Ich muss frühzeitig Pilzspruche einsetzen, ich muss rüberwechseln, ich muss... Oh mein Gott. Habe aber schon 2 Shinies. Nice. Nick, du bist ein Shiny Iro-Kex. Hallola, Mr. Marco. Hallo, Happens. Ich rede heute kein Wort. Außer ihr wollt das. Aber ich werde nicht wieder einen Fehler machen bei diesen kleinen, dummen Salamander hier. Ich werde nicht flüchten. Ich glaube, ich habe alles einmal falsch gemacht, was geht. Einmal wurde es vergiftet, sodass es nichts mehr Neues rufen konnte. Einmal bin ich geflüchtet. Einmal habe ich es besiegt. Es ist stundenlang keins im Gras gekommen.
glaube, alles ist einmal passiert, was schieflaufen kann. Seil heute bei dir. Krass, ne? Licht. Hallo, Vapepool. Gefangen auch? Ich glaube nicht. Wollen wir eine Vorhersage machen? Was soll die Vorhersage sein? Kommt ein Bruder Landa unter 200? Es muss unter 201 kommen. Kommt ein Bruder Landa unter 150? Du hast gerade eine Aufstellung in der Excel-Tabelle gemacht für einen perfekten Dex im PLA fürs erste Gebiet. Hä, was hast du für eine Aufstellung gemacht? Der Pokédex sagt doch alles. Also was steht da drin? Welche Aufgaben ich für wen noch machen muss, wo es Überschneidungen gibt? Überschneidungen. Hä, was hast du ein Beispiel für eine Überschneidung? Du meinst sowas wie Sätze, Laubklinge, 10-mal ein und das andere hat besiege das Pokémon 10-mal mit einer Pflanzenattacke. Und dann kannst du zwei kombinieren, die du noch brauchst. Geht das schneller, als wenn du es einfach machst? Die Tabelle muss doch so viel Zeit gekostet haben. Oder gab es die Tabelle schon? Dann will ich die auch. Wie hast du so eine Tabelle? Nö, ich mach's eh pro Gebiet. Oh Gott. Wie? Aber wie? Du musst doch voll der... Hä? Aber wie erstellst du so eine Excel-Tabelle? Ist doch voll schwer. Taylor, du bist ein Schmettbo. Ich meine, es klingt geil, ich liebe Tabellen und Abkreuzen und sowas, aber in meinem Kopf klingt es super kompliziert, diese Tabelle überhaupt zu erstellen. Woher willst du wissen? Du musst es ja krass logistisch da durchblicken. Nicht kompliziert. Okay. Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Tabelle nicht. Ist aber auch egal. Leute, es ist nichts Besonderes. Lasst den Marco in Ruhe. Macht eure eigene Tabelle. Es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist nicht von wegen. Es ist kein Automatismus oder sowas. Marco ist doch nicht so cool. Hallo Candy Mountain. Es ist nur, damit du nicht dauernd den Pokédex aufmachen musst und durchscrollen musst und schauen musst.
Das werde ich vielleicht auch machen. Einfach Screenshots ohne Ende. So eine Übersicht oder Screenshots, dass ich nicht dauernd da reingehen muss. Verox, dankeschön für 6 Monate. Psychnese schon vorbei. Ich glaube, wenn, bevor ich nochmal Kindwurm suche, gehe ich lieber durch all meine Pokémon durch und benutze alle, außer Parasect. Weil mir das Geschlecht ja eh egal ist. Aber ich werde versuchen, nie wieder ein Kindwurm suchen zu müssen. Aber wenn alle Pokémon tot sind und alle Top oder alle AP und alle Top Elixier und was nicht alles leer sind, dann geht's nicht anders. Noch 2 extra Monitore kaufen. Ich glaube, niemand auf der Welt braucht mehr, außer vielleicht Fluglotsen, braucht mehr als 3 Bildschirme. Niemand kann mir erklären, wofür man einen 4. Bildschirm braucht. Ich habe schon Setups gesehen, natürlich mit 6, 7 Bildschirmen, aber es sieht so abstrus aus, wie dann ein Bildschirm nur für Spotify da ist. Und denkst du so. Und ich habe es bei einem war das so, das war sogar ein Fernseher, ein richtiger Fernseher an der Wand und der war nur für Spotify. Aber hey, wenn man will, aber der Strom allein, unnütz. Du sparst dir Bruder Lander zum Schluss auf. Dass du es überhaupt machst. Ich meine, warum bist du denn auch so verrückt? Ja, bist du mit dem 2. Playthrough? Ich habe die 2. Insel fertig, fast. Ich glaube, ich muss noch den Meister, den Anführer, wie auch immer die heißen, besiegen. Ist es nicht sie sogar? Du wirst nicht das 9er suchen. Aber wenn man nicht das 9er sucht, dann warum überhaupt suchen? Ich sag doch, 9 ist das Ziel, 10 ist so, wie wenn du ein Level 80er fängst. Bringt ja gar nichts. Bei Level 80 fangen wir auch krass. Warum dann überhaupt in der Früh aufstehen? Weil die alle ein Kuriosum sind, aber nicht einstellig. Es ist nicht das Einstellige. Ich bin so vorsichtig jetzt. Hallo Fabian. Denk zweimal nach, was Knöpfe du drückst. Ja, mach ich wirklich. Ich habe schon gesagt, aber irgendwann werde ich Kindwurm wechseln müssen. Irgendwann werde ich das Risiko kurz eingehen müssen. Parasect holen. Aber es ist so eine geringe Chance, dass beide vergiftet werden. In einer Runde.
Hallo Philipp. Wie lange hat es gedauert, wieder eins zu finden? Ich glaube, eine halbe Stunde noch. Was bedeutet, dass ich insgesamt mit gestern anderthalb Stunden gebraucht habe, um überhaupt wieder einen Kindwurm zu finden? Was verrückt ist für Gen 7? Für ein Gen 7-Spiel? Oder für ein neueres Pokémon-Spiel? Hallo Poke. Ich habe so das Gefühl, dass Gen 7 die langsamste ist. Zum einen dauern die ganzen ewig, zum anderen sind die Gen 7-Pokis echt langsam. Ja. Es ist mir auch aufgefallen, dass sie alle keinen Init-Wert haben. Und ich meine, es sind halt überall schöne fancy Animationen und Dialoge und so, was das Spiel auch echt langsam macht. Aber was das Vorankommen betrifft, finde ich schon, dass es relativ gut geht. Ich meine, ich habe jetzt schon ohne viel zu spielen die zweite Insel fast fertig. Und ich renne da einfach durch, klick alles weg, klick alle Dialoge weg. Und vor allem, man kann so gut wie jedem Trainer, jedem NPC aus dem Weg gehen. Weil die immer so rechts nach links gucken, wie auch schon in XY, du kannst denen so leicht aus dem Weg gehen. Ein paar gibt's, die sind wirklich Pflicht zu bekämpfen, aber ich würde mal sagen, 80% an denen kannst du locker, ohne, ist noch nicht mal schwierig, vorbeigehen. Das macht das Ganze so viel schneller als jetzt. In Schwarz-Weiß konnte man, glaube ich, auch relativ gut an allen vorbeigehen. Aber ne, Gen 1, 2, 3, 4, die waren alle im Weg. Die standen alle im Weg. Demon King, du bist ein Alpollo. Tsurumi, du bist ein Shiny Blitzer. Einfach am Arena-Leiter vorbeilaufen und kurz den Orden stibitzen. Ich glaube, du brauchst die Trainer-XP für die Herrscher. Hä? Meine Pokémon sind Level 80, ich brauche 0 XP, im Gegenteil. Ich will keine XP, ich renne durch. Was meinst du? Spielst du das Spiel komplett durch, ohne dein Team zu übertragen, Virox? Warum machst du es dir so unangenehm? Wofür hast du denn ein komplettes Team trainiert? Ich spiele ohne übertragen. Aber warum? Was ist denn heute los? Isa, du bist ein Shiny Schluppuck. Poke, du bist ein Lugia. Philipp, du bist ein Vegimuck. Und Max, ist ein starrer Lilly. Wirst du Kindwurm verzeihen, wenn ein Shiny Level 9 Brutalander kommt? Ja. Aber ich kann dir versprechen, wenn ein Shiny Kindwurm kommt, bringe ich es um. 144. Sinister, du bist ein Alpollo. Angel, du bist ein Palimpalim. Maurice, du bist ein Tauros. Ingame umbringen natürlich. Nee, ich gehe jetzt zum Flughafen, miete ein Ticket nach Hawaii und suche dort ein Kindwurm und stranguliere es, bis es nicht mehr atmet. Hä? Wie im Spiel. Was ist denn für eine Genugtuung im Spiel? Null. Romantisch. Bounty Hunter, du bist ein Fasernob. Fasersnob. So, ich habe das auch immer falsch gesagt, mein Leben lang. Fasersnob.
Du willst mit einem anderen Team Gen 7 nochmal durchspielen. Okay, anscheinend hat dir das Spiel gefallen. Das Kind war eigentlich verliebt in mich. Nein? Achso, die Animation ist wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich zählt die Schambolzen-Animation auch als Attackenanimation. Stimmt, wir haben jetzt Halloween-Emotes. Was haben sich alles für Emotes verändert? Easy Clap? Sind das jetzt Skeletthände? Skeletthände. Hier geht's auf den Sack, dass sie die Pokémon dann nicht gehorchen. Muss aber nur A spammen, bis sie irgendwann eine Attacke machen. Brutalander! 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 Was ist Geschlecht? Stimmt die ganze Zeit, aber es interessiert mich nicht. 11, 12, jetzt geht's wieder nach vorne, 9. Oder es macht 11, 10, 9. Ist Level 12 gut? Wirkt meine Reaktion gut? 149. 149, Level 12. 12. Ey, es war unter 150, aber wir haben die Vorhersage nicht gemacht. Überlebt. Schade. Nicht durcheinander bringen lassen. Alles ist immer noch beim Alten. Es geht einfach wieder von vorne los. Das erste war bei 88. Das zweite war bei 149. 1. Mann. Neue Runde, neues Kind vor. 89, was 89? 89 und 149. Auf jeden Fall, die Pokémon werden dir zwar nicht gehorchen, aber mir ist es vollkommen egal. Ich gucke einen Film und hab den Gameboy in der Hand und spam den A-Knopf. Und dann gucke ich, ob ich den Kampf gewonnen habe. Und wenn ja, gehe ich weiter. Und man muss eh kaum kämpfen, weil man echt allem aus dem Weg gehen kann. Also es geht 100 pro schneller so. Aber klar, wenn du Bock hast, ein neues Team zu bauen, dann musst du da durch. Was machst du, wenn du Shiny Kindworm bekommst? Es in die Jagdgründe befördern. Ich nehme den stärksten Flammenwurf, den ich auch nur habe. Ich suche extra eine Feenattacke, um den Drachen umzubringen dann. Grüne Drachen haben hier nichts zu suchen.
Ich warte darauf, dass endlich ein Shiny kommt, damit ich es umbringen kann. Am 8. kommt Silent Hill 2. Jetzt war Level 9. Jetzt war Level 9. Nö, was? Badum, bam, 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 bam. Badum, bam, 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 bam. Weißt du, das Level 9 ist mir egal. Level 9 Brutalanda. Was ist denn in einem Level 1 Kindwurm besonders? Das ist, Level 1 kann ich brüten. Wofür brauche ich ein Level 9 Kindwurm? Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Brutalanda war da. Jetzt kommt noch eins. Back to back. Ah. Ist Level 100 Brutalanda nicht viel stärker? Und was ist an einem Level 100 Brutalanda so besonders? Sag mir, was an einem Level 100 Brutalanda so toll ist. Ich troll doch nur. Tust du gar nicht, du meinst es ernst. Redet euch nicht immer raus. Steht zu eurer, zu euren doofen Sätzen. Hallo, I sold my mom for EP. Ich hasse Michael Jackson. Holst du dir alle unterlevelt Mons oder nur das Brutalanda? Nur das Brutalanda. Siehst uns beim Dragoran? Ich sehe mich da so gar nicht. Soll ich dir nochmal vorrechnen, was die Chance dafür ist? Hallo Jacques. I sold my mom. Dankeschön für 3 Monate Prime. Ich sehe uns auch bei Dragoran. Ich sehe euch alle bei Dragoran. Geht doch zu Dragoran. Haut euch doch Level 10 Dragoran. Was ist denn daran besonders? Zweistellig. Ich brauche noch ein Langzeitprojekt. Ich habe so viele Projekte, die ich nicht anfangen kann wegen diesem dummen Origin Dex. Ich will den endlich fertig haben. Gen 8 wird so schnell gehen. Gen 8 wird so durchgerannt.
Wahrscheinlich bin ich so dumm und gebe mir irgendeine dumme Challenge in Gen 8 und sage, ich muss alle Zuckerstücke von Pokusan selber finden. Was gibt's in Gen 8? In Gen 8 will ich alle Gigas. Und wenn man streng ist, dann ist halt Pokusan richtig asozial, weil die Süßigkeiten von Pokusan nur im Kramorant, wie heißt er, im Urgulnator zu finden sind. Das ist unfassbar grindy. Also unfassbar. Also weiß ich nicht, ob ich das mache, weil ich habe ja schon immer Pokémon in anderen Gens entwickelt. Und Pokusan kann man halt ganz einfach in Gen 9 entwickeln. Ich glaube, so werde ich das auch machen, weil der Urgulnator macht so gar keinen Spaß, finde ich. In diesem Café gibt es die doch auch, oder? Nope. Zwei oder drei von den Süßigkeiten sind ultra selten. Wurden nur als Event verteilt und sind seit dem ersten DLC im Urgulnator synthetisierbar. Na, wahrscheinlich Feuchtigkeit von 0,0000001% oder so. Zwei Sterne und Schleife, ja. Ah, chillig. Da ist gar nichts chillig dran. Aber ich glaube, ich mache das in Gen 9. Also ich glaube, Gen 8 ist die einzige Herausforderung. Also Alphas in Legends Arceus und Gigas. Beast, du bist ein Mediti. Mauri, du bist ein Zengo. Ich habe das durch das Suchen der Giga-Pokémon so viele Ressourcen gesammelt, dass ich alle Zucker-Items im Urgulnator machen konnte. Warum, hä? Hä? Warum, was für Ressourcen bei Giga? Man braucht keine Ressourcen für Gigas. Was meinst du? Oder meinst du, du hast die in Dynamax-Abenteuern gesucht? Ohne Suppe. Ich mache die alle mit Suppe. Alle Alphas in PLA. Alle Gen 9, alle Gen 8 Pokémon. In PLA, ja. Also 8 Stück oder so, oder wie viele es sind. Nicht viele. Die meisten davon gibt es eh in Alpha. Statisch. Der Drucker in Gen 9 ist so ein Upgrade. Ja, der ist so viel besser gemacht. Habe ich jetzt zwei Spirits? Nö. Ich habe doch deins gerade gezeigt, oder? Du warst ein Mediti. Willst du für PLA einen neuen Spielstand anfangen? Ich glaube, ich heiße da Lea, also ja. Ich glaube, ich muss einen neuen Spielstand anfangen. Vor allem, wenn ich die Alphas will, die statisch sind. Was heißt da? Autsch, großartiges Spiel. Ich habe damals Speedrun gemacht und habe das Spiel in 7 Stunden durchgespielt, glaube ich. Was schlecht war, weil ich null geplant hatte. Ich glaube, ich habe das Spiel in 7 Stunden durchgespielt gehabt. Ich weiß nicht mehr genau. Aber den Dex komplettieren dauert halt. Und warum muss ich das? Muss ich doch nicht. Hm? Welche Alphas sind denn statisch? Die in den Seen da.
Myriadon. Die halt. Das Pferd, Relaxo. Was? Das Pferd? Galopper? Voll viele Alphas sind statisch. Ja, aber die aus Gen 8 selber sind nicht so viele. Ich kann nicht nachdenken, ich muss hier mich konzentrieren. Also Quill, Overquill und Zoroark und was war das andere? Was da in der Höhle auf einen wartet? Die meisten Gigas mit Raids resettet und so ziemlich viel Watt gefarmt, damit dann Wunschbrocken gekauft und für die Zucker-Items verwendet. Aber wenn du für die Gigas kein Date-Skipping machst, sammelt man tatsächlich nichts. Und was ist, wenn ich die Gigas einfach mit der Suppe mache? Hä? Warum muss ich denn Düner farmen? Das macht ja gar keinen Spaß. Weil die Pilze farmen macht auch nicht wirklich Spaß. Holst du die Herrscher in Usum durch die Sticker? Hab ich schon. Hallo Lord. Ich drück schon ewig nicht mehr, glaube ich, auf den Knopf. Wann ist jetzt echt 16 erst? Nur Sichlor, Ursaring, Damhirplex und Sneebel. Ja, Hisui-Barschuft gibt's nicht in Alpha. Osaluna gibt's auch nicht. Damhirplex auch nicht. Sneebel auch nicht. Ja. Ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ein Level 9 Brutalander zu bekommen, höher als ein Shiny ohne Pin? Also anscheinend ist Shiny ohne Pin zu bekommen hier 1 zu 300. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Brutalander finde auf Level 9, ist 400. 1 zu 400. Sichlor ist doch kein Alphas. Wo ist denn ein Sichlor-Alpha-Spawn? Ursaring, ja. Damhirplex, stimmt. Sneebel. Wo ist denn ein Sneebel? Egal, wir werden es sehen. Hinter dem Herrscherspot im ersten Gebiet. Ah, da hinter dem Baum. Stimmt. Ja doch, das stimmt, da ist eins, ja. Sneebel im Eisgebiet. Das hab ich. Wofür kann ich mich gar nicht dran erinnern? Don Herbivore, Dankeschön für 4 Monate. Gab's schon Shiny? Nein. Für die Pilze musst du genauso Raids abschließen, sonst spawnen die nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir alle verfügbaren Gigas aus den Raids. Ja, vielleicht mache ich das dann auch. Weil die Pilze waren echt ein Abfuck. Ich meine, ich habe die ja alle geholt. Wie viel Gigas gibt's? Mal 9 Raids. Das ist dann wirklich unfassbar viel. Also ich glaube, du musst mindestens 100 Raids machen, um ansatzweise die Pilze zu bekommen. Ich glaube, es sind sogar mehr als 100. Gigas sind auf jeden Fall eine komplette Box, sind schon mal 30. 30 mal 9 sind 30 mal 9 sind schon 210. Sind es insgesamt 270? Thank you.
Habe ich auch so gemacht. Hälfte in Raids gefarmt und die anderen Hälfte mit der Suppe gemacht. So, gleich müssen wir einen Switch durchführen. Risky. Leo, ich habe so Angst, dass Pokémon Bank abgeschaltet werden könnte, weil bin erst bei Gen 2 mit Origidex. Und? Selbst wenn Bank abgeschaltet wird, wirst du die Pokémon immer noch übertragen können. Keine Angst. Hör auf, Angst zu haben. Lass dir den Spaß nicht verderben. Ja, da wollte ich noch, muss ich noch gucken, welche man sich alle holen kann, Mauzi und sowas, weil ein paar waren ja auch Events, die abgelaufen sind. Ich glaube, dieses langgezogene Mauzi war ein Event. Pikachu oder Evoli war ein Event. Irgendeins von denen war ein Event, was du nicht jetzt mehr kriegen kannst und du musst eine Suppe nehmen. Gen 7 sehr schlecht, aber eine der besten Shiny-Hunting-Methoden? Ja. Anscheinend. Mauzi war Event? Ich glaube auch. Fossler, danke für dein Prime. Pikachu und Evoli kriegt man heute noch geschenkt. Genau, und Mauzi war das Event. Das langgezogene Event. Kann man sich die Gen 8 Events irgendwie noch holen? Switch-Modding oder so? Ja, wenn du deine Switch moddest, kannst du einfach dir die Events drauf cheaten. Herzlichen Glückwunsch. Das kannst du machen. So, letzte AP. Man braucht Evoli und Pikachu zweimal, ja. Und ich glaube, die im Event waren oder in den, die man da so dann bekommt, sind noch nicht mal besonders. Das heißt, man würde noch nicht mal merken. Ich glaube, die sind nicht mal im Jubelball oder irgendwas. Man wird, glaube ich, noch nicht mal merken, dass das was Besonderes ist. Okay, Achtung, Hilfe. Parasek. Keiner hat Biss eingesetzt. Sehr gut. Pilzspore. Jetzt ist der ängstliche Bereich. Bitte nicht aufwachen. Er schläft noch. Okay. Knuddeluff. Dann killen wir das Rechte. Der Switch war erfolgreich. Ich mache jetzt einen Shiny Living Yoto Dex. Okay, wir sehen uns in 50 Jahren wieder. Viel Erfolg. Celebi ist das Einfache. NTLS grüßen, zum Beispiel. Oder all die 1% Dinger. Aber gut, die könntest du brüten, wenn du willst. Kennst du den Trick mit Trombok bei der Methode? Ja,
Aber ich habe keinen Trombock mit reicher Ernte. Ich will mir keins machen. Das funktioniert doch so. Achso, wenn wir nur von Living Yoto Decks reden, dann ist es natürlich super einfach. Für mich klingt Shiny Living Yoto Deck so, dass du tatsächlich in Gen 2 all die Pokémon fängst. Aber wenn es dir nur um die Pokémon geht, dann ist ja nicht schwer. Aber Philipp meint das auch so. Denn er brütet sich alles mit Ditto. Ich weiß, dass er es nicht gesagt hat, aber ich weiß, dass er es meint. Denn er meint es auch. Er sucht sich alle Shinies in Gen 2. Wie ein echter Kerl, wie ein echter Shiny-Hunter, der verrückt ist. Brüten ist anstrengend, ja, aber die Chance ist sehr, 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 sehr gut. In Gen 2 die Chance mit Shiny Ditto ist, glaube ich, 1 zu 60. Also 64, ja, ne? Ich upspeede mein Gameplay aber auch 10-mal. Okay, Philipp, du hast komplett meinen Respekt verloren. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Du brauchst nicht 50 Jahre, sondern 50 Stunden. Na, 50 Jahre durch 10 sind ja nicht 5 Jahre. Sind dann ja 5 Jahre. Ja. So lange brauchst du nicht. Ist heute der erste Tag brutalander Hand? Oh Lord. Oh nein. Es ist der fünfte Tag. Also ist 29 nur die Zahl dieser Kette? Jedes Mal, wenn ich einen Brutalander finde, wird die Zahl resettet natürlich. Gerade hatten wir eins. Verox mit der 124 und 104.
Jetzt machen wir ganz schnell weg. Tut mir leid, dass ihr das sehen musstet. Virox weiß manchmal nicht, welche Zahlen uns gut tun würden. Diese waren es nicht. Widerlich. Das war das hässlichste Dragosso, was ich je gesehen habe. Zum Glück nimmt Dragosso normalerweise nicht seinen Schädel ab. Nächstes kommen wir voran. Schreckliches Kindwurm zu suchen. Aber hier ist wenigstens okay. Jedes Mal kommen wir ein bisschen voran. Ich glaube, ich mache ein eigenes Video zu Kindwurm. Einfach weil ich so viel verkackt habe. Ich habe heute das Soul-Link-Video aufgenommen. Sollte schnell gehen, das zu schneiden, glaube ich. Wird lustig, aber kurz. Wenn ihr dabei wart, wisst ihr eh, was passiert ist. Für dumme, dumme Sachen. Diese Noobs. Samstag geht's weiter. Dass die Noobs ihre Soul-Link fortsetzen. Und von Drachenwut geweibt werden. Samstagmittag geht's weiter. Brauchst du theoretisch noch ein Kindwurm-Shiny? Nein, wenn ein Kindwurm-Shiny kommt, werde ich es umbringen. Du findest, das hätte nicht zählen dürfen mit Drachenwut? Doch, wir sind es ja durchgegangen. Die Nase hätte nur kurz innehalten müssen und überlegen müssen und dann hätte er oder wir nur ein Pokémon opfern müssen. Das wäre alles nicht schlimm gewesen. Hätte er sich dran erinnert, wie ich 10 Minuten vorher gesagt habe, oh, Kaumalat lernt auf Level 7 Drachenwut. Ich habe das alles in dem Video festgehalten. Das wird wunderschön. Bam, 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 bam. Ja, ist ja trotzdem dumm, dass es vorprogrammiert ist, dass etwas sterben muss. Ja, aber das ist doch Nuzlocke, das ist doch klar, dass Sachen sterben müssen manchmal. Weißt du, wie viele Routen es gibt? Am Ende kannst du über 30 Pokémon fangen, du brauchst aber nur 6. Also, na klar, muss man Opfer bringen. Deswegen fängt man ja alles. Hems, hast du schon mal gemerkt, dass wenn du Bonk machst, trauen sich alle Bonk zu spammen? Schon mal aufgefallen? Gibst ihnen die Erlaubnis. Und trotzdem kommt's nicht.
Was? 166. Das war Faulgott. Das war Faulgott. Und 238. Ist das gezeichnet? Bin mir nicht sicher. Nee, oder? Doch? Nein? Doch? Es ist komisch. Ist es Ladybar oder Ladyan? Ladyan. Ladyla. Ladyla? Mir fehlen die hübschen weiblichen Pokémon für die Fusion, die kamen alle erst recht spät. Achso, du meinst so ein Gardevoir so. Tja. Vielleicht ist er hier dabei. Was? Ist das Nidoran und Nidorino einfach? Das ist lustig. Einfach Nidorino. Das ist ein Kadabra, das die Zeit nicht mit Kämpfen verschwendet, sondern mit Mitternachtssnack vorm Kühlschrank. Where's my ice cream? Ice cream, ice cream. Das sieht echt süß aus. Schon wieder zwei Attacken leer. Ist bei Kadabra der Bart nicht kürzer? Achso, stimmt, es war Simsala. Natürlich. Weil zwei Löffel auch. Fabian, du bist ein Nidoran, weiblich. Aber viel wichtiger ist, was ist das hier? Who's that Pokémon? Das ist blöd. Was ist das hier? Who's that Pokémon? Das ist cool, dass es Kabel sind. Dass es so Kabel sind einfach. Wollte bald keinen Bock mehr zu rollen.
Bruder Mo hätte gern die 6 und die 249. Da willst keine Ohrfeige kriegen, ne? Bei der Ohrfeige kriegst du den absoluten Donnerschlag. Den Jahrhundertgong. Sieht ein bisschen derpy aus. Aber irgendwie auch cool. Warum kam da bis jetzt noch keiner drauf, das, die Zahl einzufügen? Nicht schlecht. So krass, wir sind schon wieder bei 50. Rotalanda ist immer nur in der Nähe von 100 zu sehen. Kannst du warten? Pass auf, das kommt jetzt bei irgendwie 200. Wollen wir jetzt eine Vorhersage machen, ob es vor 100 oder nach 100 kommt? Neun bis zwölf. Ich kann immer genau das gleiche Level haben wie die Pokémon, die hier auftauchen. Deswegen ist es ja so schwach. Kommt das Brutalanda vor 100? Oder drüber. Wie schnell es geht, wenn man nicht ständig was Neues suchen muss. Ja. Aber ich habe Angst, dass es nicht kommt, bis ich alle AP verbraucht habe. Hallo Itachi. Lasst uns eine Vorhersage machen. Verschwendet all eure Punkte. Hast du keine Yonago-Bären? Ich hab Zeug. Aber du siehst doch, wie lange es dauert. Bis die alle weg sind. Vielleicht ist es nicht da, bis ich alle aufgebaut habe. Verschwendet eure Punkte. Sagt, ob das Brutalanda vor 100 kommt. Oder danach. Das ist eure Gelegenheit. Um richtig geil Punkte zu bekommen. Fünfzig. Nick hat gesagt, danach. Boah, gemein. Mehr Leute müssen ihre Punkte ausgeben. Was ist los? Warum wollt ihr? Ihr wollt immer Vorhersagen. Leo, kannst du eine Vorhersage machen? Nein. Jetzt machen wir mal eine. Los. Gebt all eure Punkte aus. Wofür macht man das denn? The Lord, was? Die Chance ist immer die gleiche, da erhöht sich gar nichts. Auch die Shiny-Chance erhöht sich nicht. Ich warte immer bis zum Schluss. Es bringt nichts zu warten. Wenn es jetzt kommt, dann ist die Vorhersage natürlich ungültig. Gebt eure Punkte aus. Hm.
mehr Punkte. More. Okay, dann warte ich jetzt, bis die Vorhersage rum ist. Weil jetzt könnte es echt langsam kommen, oder? Gebt mir all eure Punkte, damit ich mir davon ein Lambo kaufen kann. Ich gehe zu BMW. Der Lambo bei BMW, wer kennt ihn nicht? Und sag hier, ich habe 1 Million Sonderbonbons. Und er sagte, oh mein Gott, bitte hier entlang. Ich den schönsten. Also statistisch gesehen muss das vor 100 kommen, ne? Das erste kam bei 89, das zweite kam bei 149. Dieses sollte somit unter 100 kommen. Für den Ausgleich. Was, wenn es bei 100 kommt? Dann kriegt keiner was. Und vergesst nicht, Leute. You gotta rub me the right way. Sonst kommt kein Brutalander. Okay. Ich hoffe, ihr habt all eure Punkte verzockt, damit euer Puls ein bisschen ansteigt. Ich muss eh gleich wieder einen Switch machen. Wobei, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Kindwurm 60 AP hat, dann habe ich selber erst 40 ausgegeben gleich. Und er ist auch die ganze Zeit verliebt in mich. Aber ich sollte trotzdem, jedes Mal, wenn ich AP wechsle, sollte ich auch das Kindwurm wechseln. Aber ich hätte, glaube ich, nochmal ein volles Knuddeluft Zeit. Ich traue mich nicht. Aber es ist halt jedes Mal ein kleines Risiko. Aber es ist halt jedes Mal ein kleines Risiko, zu wechseln. Aber ja, die Äther und so gebe ich eh aus. Eigentlich sollte echt nichts passieren. Außer sie greifen beide mit Biss an und beide werden vergiftet. Thank you.
Habt ihr schon das neue Absol-Video gesehen? Ich hab schon zur Hälfte durch. Es ist wieder mal ein Meisterwerk. Ich glaube, es gibt so gut wie niemanden da draußen, der einfach Vlog-Videos macht über Pokémon. Weil wie auch. Aber er schafft's. Es ist so... Bin sehr neidisch. Es sind so gute Videos. Worum geht's? Professor Oak Challenge, die er seit Jahren macht. Und jetzt fertig. Macht Professor Oak Challenge in Silber. Und es ist halt alles komplett gevloggt. Weil er die Professor Oak Challenge immer nur dann gemacht hat, wenn er auf Reisen war. Das heißt, er hat es in Japan gemacht, auf Turnieren, bei Community-Treffen und so weiter. Das heißt, das ganze Video ist nur ein Vlog, wie er die Welt bereist und dabei die Professor Oak Challenge macht. Das ist so gut. Ich habe erst vor kurzem gemerkt, dass Absol einen Twitch-Kanal hat. Was? Der streamt fast jeden Tag. Klar. Aber die Streams sind sehr anstrengend anzuschauen. Weil der Stream ist eine reine Meme. Also es ist alles komplett übertrieben. Die hören auch schreckliche Musik, so Meme-Musik zu Pokémon. Aber alles Pokémon. Immer nur Pokémon, Pokémon, Pokémon. Aber die hören dann halt so 24 Stunden, keine Ahnung, Gen 2 Soundtrack, das hier und da von einem Schrei unterbrochen wird. So komplette abgefuckte Sachen einfach. Und es ist qualitativ halt schrecklich, aber halt einfach lustig, unterhaltsam. Aber ich kann nicht viel gucken. Ich krieg die Krise bei dieser Musik und allem. Der komplette Bildschirm ist voll mit Memes nach einer Zeit. Okay, ich muss wechseln. Wann habe ich das letzte Mal gewechselt? Naja, vor 40. Ja. Okay. Zittern. Jetzt zitter ich. Bitte macht keinen Biss. Silberblick. Glut. Okay. Erstmal safe. Dann machen wir Bildspore auf das rechte. Hab heute gedacht, Professor Oak Challenge in PLA wäre auch cool und heftig. Ich glaube, da habe ich mal ein Video gesehen, dass es jemand gemacht hat. Und das ist... Du musst halt alles fangen und entwickeln in dem Bereich, wo du bist. Geht schon. Moment, das schläft. Jetzt mache ich Trugschlaf auf den Schlafenden. Trugschlaf. Nicht aufwachen. Das hat Biss gemacht. Aber das war das andere. Okay, wir dürfen wechseln. Alles ist gut gelaufen. Jeden Eintrag auf perfekt machen, bevor man ins nächste Gebiet darf. Ja, okay. Das kann ein Grind sein. Vor allem, wenn du nicht mal fliegen kannst und so. Stimmt, du kannst ja halt nicht fliegen. Oh, das ist anstrengend. Okay, jetzt brauche ich noch wieder ein Äther. Top Elixier. Jetzt bringe ich das... Das linke bringe ich um. Gerade sieht man nicht, welches ist, weil sie exakt gleich sind. Das linke bringe ich um. Das rechte ist die ganze Zeit gespawnt. Deswegen bringe ich jetzt das linke um, damit sie links spawnen. Okay. Jetzt haben wir 50 Versuche. Ich habe Top-Elixier gemacht. Ich habe 50 AP.
Supertrank. Legends Arceus, jedes Pokémon fangen, bevor man weitergeht, hat ja fast jeder gemacht, weil wir so fasziniert davon waren, wie einfach und wie cool man Pokémon fangen konnte. Aber alle entwickeln. Oder. Wie war das? Zum Beispiel das Galoppa im ersten Gebiet, das Elite-Galoppa, konnte man ja gar nicht fangen. Dafür musste man, glaube ich, erst stärker werden. Es läuft. Boah, Alter, zum Glück. Ich habe gerade auf Psychokinese gedrückt. Und danach kommt noch die Auswahl, auf welche Seite ich angreifen möchte. Dabei ist nur eins auf dem Feld. Schau, was passiert mit mir? Warum gehe ich auf Kampf? Normalerweise, wenn ein Pokémon nur auf dem Feld ist, muss man nicht auswählen, welche Seite man angreift. Aber weil eben gerade noch ein Kindwurm da war, fragt er einen das. Gott. Ich glaube, mein Kaffee wurde vergessen. So sehr werde ich also gemocht. Rosa wollte mir einen Kaffee mitbringen. Aber ich sehe keinen. Als Veteran ist man nichts mehr wert, genau.
70. Ja, nicht angreifen. Ist echt krass, wenn ich irgendwie an was anderes denke. Falle ich zurück auf irgendein Schema und das ist das Falsche. Aufstehen soll ich. Ja, das hilft der Konzentration, gell? Habe ich gehört. Sie ist noch gar nicht zurück. Ich kann noch gar keinen Kaffee haben. Ein rosanes Elite-Schalellos. Hast du noch gebraucht? Es ist eine kleine Schnecke. Nicht angreifen! Hallo General, schon mal eine Hand abgebrochen und nicht wieder angefasst? Naja, du musst sagen, was heißt nie wieder angefasst? Woher willst du wissen, dass du sie nie wieder anfasst? Eine Hand ist erst abgebrochen, wenn du tot bist und du sie nicht gemacht hast, oder? Ansonsten pausierst du bloß. Hab ich irgendwas, also du kannst ja sagen, hab ich jemals was abgebrochen und nicht vor, es wieder zu machen? Ich glaub nicht.
Was habe ich denn? Ja, Zwiebs habe ich. Zwiebs mache ich. Ich meine, man kann sagen, dass ich Fatality abgebrochen habe. Aber nicht freiwillig. Game Freak hat halt ein DLC rausgebracht, wo Fatality ein Witz ist. Und somit habe ich es gefangen. Aber ich habe nicht die ursprüngliche Shiny Hunting Methode für Fatality gemacht, weil ich jetzt nicht mehr muss. Und so könnte es halt auch laufen mit anderen Pokémon. Es kann sein, dass sie einen Manaphy veröffentlichen. Dann habe ich kein Elan mehr, das komplizierte Manaphy mir zu holen. Das kann immer passieren. Aber ich glaube, ich habe noch nie was abgebrochen, weil es... Wenn, dann fange ich Sachen erst gar nicht an. Aber es liegt daran, das ist ja alles nicht schwer. Schwere Sachen habe ich schon oft abgebrochen. Nuzlocks, die mir dann keinen Spaß gemacht haben oder sonst irgendwas. Aber das ist ja hier alles nicht schwer. Es ist ja nur Geduld. Und Geduld hab ich und sollte jeder Mensch unendlich viel haben. Weil es ist nicht schwer, Geduld zu haben. Es ist schwer, Zeit zu haben dafür vielleicht. Aber die habe ich. Zwiebs hast du noch nicht bekommen. Das Dreier Vermiebs habe ich noch nicht bekommen. Nein, ich habe 50 Shiny Zwiebs entwickelt. Aber Ziel ist der Living Shiny Form Dex mit eigener OT, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Aber ich hab's nicht eilig. Also ich Shiny hunte ja nicht gerade. Hallo Marco. Hoffe, dass die Manaphy nie einfach verschenken. Ich mag es, dass Manaphy so unfassbar selten ist. Ich auch. Deswegen habe ich Angst, dass wenn ich Jirachi auf Pokémon Go irgendwann endlich habe, dass ich dann das normale Jirachi nicht mehr haben will. Was Quatsche ist, weil scheiß Go zählt bei mir eigentlich nicht. Aber es sorgt halt dafür, dass du es ein bisschen weniger willst. Hallo Marco. Warum fragst du, General? Bist du dabei, irgendwas aufzugeben? Du willst ein normales, diesen Mehrwert als das Go? Naja, so lang, wie ich dieses Jirachi in Go schon versucht zu bekommen und jeden Tag meinen Pokémon irgendwelche dummen Früchte verfüttere, ist es schon sehr aufwendig gewesen, dieses Jirachi zu bekommen. Und vor allem ist es ja immer noch Stufe 1. Stufe 2 ist ja dann diese, was war es, 30? 30 Kecleons zu finden. Was, ich glaube, ich habe die letzten 3 Monate ein Kecleon gefunden. Es ist, also geht direkt weiter mit dem unfassbar langwierigen Prozedere für Jirachi. Dasselbe bei mir mit Muramura. Als das Dünenabenteuer angekündigt wurde, habe ich es sein lassen. Die Events blockieren meistens leider, ja. Aber vielleicht kommt irgendwann wieder ein Event mit Kecleon. Dann ist es wieder einfach. Aber bis dahin muss ich erstmal noch 3 beste Freunde bekommen. Ich habe jetzt bald 7. Mein Milotic ist fast fertig. Und dann, aber ich beeile mich auch nicht. Ne? Man könnte ja 10 Buddies gleichzeitig verwöhnen. Das mache ich nicht. Ich mache die alle nacheinander. Sind gleich über 100. Zittert ihr schon? Wie dieses Kindwurm? Gibt es hier einen Chatbefehl? Übersicht meiner Shinies. Ausrufezeichen Shiny Dex.
Wusstest du nicht mal, dass Jirajin Go handbar ist? Nö, das musstest du damals in einer Quest kaufen und die Quest ist unsagbar schwierig. Also, wenn du ein Pokémon Go Fan bist und nichts anderes den ganzen Tag machst, ist es nicht schwierig. Aber wenn du nur casual spielst wie ich, dann ist es eine... Also an diesem Jirachi sitze ich, seit die Quest rausgekommen ist. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren. 1,5 Jahren. Ewig her. Go-Shinies sind nichts wert, werden einem hinterhergeschmissen. An Community Days ja, alle anderen werden einem nicht hinterhergeschmissen. Wie zum Beispiel dieses Jirachi wird einem nicht hinterhergeschmissen. Außer du hast 10 beste Buddies. Weil du eh ein krasser Go-Fanatiker bist. 87. Ah! Ich habe gerade Musik gemacht. Nummer 88. Dachte mir gerade, warum schreit ihr? Was sagt ihr? Was ist los? Ah! Oh mein Gott, 88, mein Geburtsdatum. Vorhersage an alle, die 1 gesagt haben. Ich habe gerade, das Kind wo macht ja, was es will. Ich habe gerade nach links geguckt und Musik ausgewählt. Und gedacht, was hören wir denn jetzt? Ach, das vielleicht. Gucke ich rüber und sehe nur Max einfach so, yo, Leo, lol. Okay, sweet. Wir können endlich, wir sind erlöst. Und es ist männlich, es ist perfekt. Knuddelhof hat den richtigen Job getan. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Vorsichtig. Nicht das Falsche irgendwie auswählen. Dieses Kindwurm verreckt jetzt. Brutalanda kann nichts Neues rufen. Wie ich es nicht bemerkt habe. Okay, soll ich jetzt Parasek rufen? Nee, oder? Ich schmeiß jetzt einfach Pokebälle. Ich habe 880 Pokebälle. Ich habe Angst, dass wenn ich Parasek rufe, dass es sich dann vergiftet und es zufälligerweise nicht drin bleibt und dann stirbt. Einfach drauf. Eine Mama-Lande würde besser passen? Nein, mein ganzer Origin-Dex ist voller Schniedel. Aber Mama wäre schön wegen Kindwurm. Ja, ich habe ja gesagt, ich fange beides. Also, ich fange jetzt nicht noch ein Weibchen, aber ich hätte beide gefangen. Das ist wegen Origin Dex? Nee, es ist nicht wegen Origin Dex. Das ist Gen... Brutalanda ist Gen 3. Superball passt optisch.
Soll ich jetzt echt einen Superball werfen? Aber der Superball ist der hässlichste Ball, der existiert. Superball. Der passt nicht so optisch. Nein, nein, nein. Pokéball. Der macht nicht Verzweifler. Der hat Silberblick und alles. Der hat genauso viele AP wie Kindwurm. Er ist verliebt. Ja. Und mein Knuddeluff stirbt gleich. Plus 50k. Schau, Farsky hat 50k plus gemacht. Haben so viele gesagt, nach 100? Oh. Pedro. Speichern. Das ist auch ein geiler Anblick, oder? Das muss man erstmal schaffen. Allein das hier, dieser Anblick, ist es wert, das gemacht zu haben. Weil mach das mal. Schaff das mal, nur Brutalander im Dex zu registrieren und alle anderen nicht. Sweet. Okay. Was jetzt? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fangen uns noch ein Zygarde und probieren das aus, was ich tun wollte. Das war einfach. Einfach nicht hingucken, dann passiert's schon. Ich freue mich, dieses Video anzuschauen, wie ich einfach ewig lang nicht reagiere. Ich glaube, ich gebe dir mein eigenes Video, ja. Eigentlich dachte ich nicht. Aber warum nicht? Ich habe das schwächste Brutalander gefangen. Schauen wir uns noch genauer an. Raserei, Glut, Silberblick, Biss, die gleichen Attacken. Es hat leider keine Abzeichen, aber wie auch. Es ist locker. Mit Level 9 erhalten. Nickt oft ein, deswegen hat es so lange gebraucht, bis es erschien. Bedroherfähigkeit. Okay. Es war das dritte Brutalander, das wir gefunden haben. So, und jetzt. Glaube ich, haben wir ein Problem, weil in meinem Y-Spiel habe ich kein einziges Pokémon. Wir schauen mal. Moment, ich lösche mal dieses Brutalander hier raus. Pokédex 10. Was ist das für ein Speicherstand? Bin verwirrt. Oh, kann sein, dass ich den... Nee, ich habe den nicht emuliert. Was ist hier? Ah, ich hab hier... Ach so, oh nein, oh was? Ich hab hier Pummel. Deswegen, ich hab hier Pummels gefangen in Y. Oh nein, hab ich noch den alten Y-Spielstand? Ich muss den alten Y-Spielstand noch haben.
Deswegen ist hier kein Ding. Lass mich kurz überprüfen, was möglich ist. Kaffee. Danke. Ypsilon. Ich habe ein Safe, wo ich vor Iveltal stehe. Ich habe ein Y-Safe, wo ich vor Iveltal stehe. Da ist Saigard noch nicht fangbar, oder? Ich müsste nochmal komplett Iveltal fangen, die letzte Arena machen, Top 4 machen und dann kann ich erst Saigard fangen. Ich guck kurz. Aber ich glaube, die Omega-Höhle ist erst nach den Credits findbar. Also betretbar oder halt, ne? Dann können wir das nicht jetzt machen. Synthese im Tausch-Event-Verteilung Omega-Höhle nach dem Sieg über Diantha. Okay, wir können es nicht machen. Außer... Nee, wir können es nicht machen. Schade. Aber hey, wir haben das Level 9. Kein von X. Auf X habe ich Saigard schon gefangen. Fasky, du bist ein Tauboga. Kason, du bist ein Trikefalo. Okay. Brutalanda. Lass mich mal schauen, ob wir wirklich alles haben. Ich könnte mit euch natürlich jetzt einfach Ultrasonne spielen. Wir können... Aber ja. Wir können wieder zu Regidrago gehen. Doppel-Shiny-Hand! Wofür willst du noch einen Saigard? Naja, ich brauche 4 Saigards. Und ich kann in Ultrasonne und Ultramond, wenn ich die jeweils einmal durchspiele, nur 3 bekommen. Also nur 2 bekommen. Das dritte ist ja aus X. Das heißt, ich brauche noch 1, das ich dann synthetisieren kann. Wir bereiten Safe-Stände für Nase vor. Wir werden nie wieder resetten müssen, weil wir da jetzt durchrennen. Am Samstag. Also solange, also die Theorie ist, dass ich ein Gen 6 Saigard auf Gen 7 übertrage, es zerlege, ein neues baue und das dann ein Gen 7 Saigard ist. Kann sein, dass das nicht geht, aber das werde ich probieren. Auch wenn ihr jetzt sagt, das geht oder es geht nicht, muss ich selber einmal testen. Wenn das nicht geht, muss ich nochmal ein Gen 7 Spiel durchspielen, sei es Mond, Sonne, Ultramond oder Ultrasonne. Worauf ich gar keinen Bock habe. Das muss doch wirklich nicht sein. Aber gut, dann mache ich diesen DS mal aus. Level 9 Brutalanda. Es ist mein. Es ist mein. Prost. Also es war 89 Level 11, 149 Level 12. Ich habe gesagt, fängt wieder von vorne an. Und 88 Level 9. Es ist wirklich 11, 12 und dann wieder nach unten. Wir haben irgendwie 9 und 10 verpasst. Oh, so ist das. So ist das. Aber geil.
Ich habe mir letztens fast TCG Pocket runtergeladen, weil ich ausprobieren wollte, ob ich da schon Sachen kaufen kann. Und dann habe ich eine Anleitung gefunden, wie man Sachen kaufen kann. Und ja, es bedeutete, dass man den Store auf Neuseeland stellen muss. Und das will ich nicht machen. Das ist zu dumm. Deswegen, ich warte auch, bis das Spiel endlich richtig draußen ist. Und dann gebe ich einmal den maximalen Betrag aus und wir schauen, was für Karten wir ziehen. Stock zum Mann, hallo. Dankeschön für deinen 2 Monate Prime. Aber du brauchst doch für die Shinies aus Usum trotzdem mehr Durchgänge, oder nicht? Nö. Ich hole mir Venikro. Im gleichen Spielstand hole ich mir Pikachu. Im gleichen Spielstand hole ich mir Typ 0. Und dann habe ich das andere Usum. Und in dem hole ich mir noch ein Venikro und noch ein Typ 0. Also es sind genau die zwei. Achso, du meinst, ja, ich habe Hardsaves gemacht. Da kenne ich nix. Ich habe vor Typ 0, Pikachu und Venikro ein Hardsave, den ich jederzeit aufrufen kann, um die zu shiny hunten. Ich würde mich gerne hinsetzen. Aber irgendein Trottel hat mich stehen lassen. Das ist ja frech. Ja, da geht es mir um Shiny Hunten. Bei Origin Decks mache ich das nicht. Da benutze ich keine Hard Saves. Aber mir geht es um die Shiny Hunt. Warum soll ich nochmal Ultrasonne durchspielen? Nur um bis zu Typ 0 zu kommen. Um es dann zu resetten. Nee.